Industrie. Die steile Felseninsel hat schon viele illustre Besucher angezogen. Ein ägyptischer Ex-König, den man hier von seinem Heimweh tröstet, ein römischer Kaiser, der Orgien feiert, ein Dandy, der in seiner Villa für Skandale sorgt. Die berühmten Bewohner hinterließen Stoff für viele Geschichten. Ein paar davon erzähle ich Ihnen in diesem Video und zeige Ihnen Capri in einer ganz besonderen Zeit. Liebe Heidegger Reisegäste, heute begrüße ich Sie ganz herzlich aus Capri. Wir haben Oktober 2020 und Corona hat Capri in eine kleine, verschlafene Insel verwandelt. Alle Plätze sind so leer, wie man sie vielleicht zuletzt erlebt hat, als man in den 50er Jahren Capri erlebt hat. Die schönsten Orte während dieser besonderen Stimmung, die zeige ich Ihnen heute in diesem Video. Kommen Sie mit nach Capri. Ein ganz traumhafter Ort auf Anna Capri ist die Villa von Axel Munthe. Hier in diesem Paradies hat sich der schwedische Arzt Axel Munthe niedergelassen. Mein Haus muss offen sein für Wind und Sonne und die Stimme des Meeres. Und Licht. Licht überall. Das war die Vorstellung von Munthe für seine Traumvilla. Ende des 19. Jahrhunderts war das. Und sein Buch über den Bau, Das Haus von San Michele, wurde ein Bestseller. Und noch heute scheint es, als könnte der Bewohner jeden Augenblick zurückkehren. Nicht weit von der Villa San Michele liegt die Kirche San Michele mit ihrem prächtigen Majolika-Fußboden. Von den gekachelten Ziegen gehen wir nun aber lieber zu den echten Ziegen und machen uns auf den Weg hinauf auf den Monte Solaro. Fast 590 Meter ragt der Monte Solaro aus dem Meer empor. Je näher man dem Gipfel kommt, umso schöner werden die Ausblicke. Hinab auf Anna Capri, zum Vesuv, weit übers Meer, bis man zuletzt vom höchsten Punkt auf Capri die ganze Insel überblickt. So, 45 Minuten flott gelaufen hat unser Aufstieg auf den Monte Solaro jetzt gedauert. Man kann aber auch ganz gemütlich mit der Sesselbahn hochschweben. Belohnt wird man in jedem Fall mit einer grandiosen Aussicht bis zu den Faraglioni. Und nirgends schmeckt das Vesper besser als hier oben. Und zum Glück gibt es auf Anna Capri immer noch die kleine Metzgerei, wo einem die Metzgerin das Brot nach eigenen Wünschen mit Prosciutto Crudo und geräuchertem Scamorza belegt. Der schönste Ort, um einen Tag auf Capri ausklingen zu lassen, ist hier am äußersten Ende der Insel, am alten Leuchtturm, dem Faro. Und von hier hat man einen wunderbaren Blick Richtung Abendsonne. Guten Morgen, ein neuer Tag auf Capri. Wie Sie sehen, die Stimmung ist heute ein bisschen anders. Es ist trüber und das passt ganz gut zu dem, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Refugium Peccatorum, Schlupfwinkel der Sünder. So nannte man Capri lange Zeit. Und die Insel genoss nicht immer den besten Ruf und das fängt schon in der Antike an, mit Kaiser Tiberius. Wir sind nämlich hier in der Kaiservilla Jovis, hoch oben auf dem Felsen von Capri. Und diese Villa war nur eine von 12 Villen, die sich Kaiser Tiberius in der Antike hat bauen lassen. Eine Villa mit schlappen 7000 Quadratmetern, 8 Stockwerken und hierher hat sich der Kaiser für seine Ausschweifungen zurückgezogen. Zumindest beschreibt das so Sueton. Wobei der Kaiser nicht gut gelitten war bei den Senatoren, weil sie merkten, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber den Anfang lese ich Ihnen trotzdem vor. Sueton schreibt, in seiner Zurückgezogenheit auf Capri erdachte Tiberius sich ein mit Polsterbänken ausgestattetes Lokal als Sitz für geheime Ausschweifungen. In diesen mussten Scharen von überall her zusammengesuchten Mädchen und Lustknaben alle natürliche aller widernatürlicher Unzucht betreiben. Die wird jetzt hier näher beschrieben, aber bevor ich rot werde, empfehle ich Ihnen das lieber
zum selber Nachlesen in den Kaiserwiten. Luxuspaläste gibt es natürlich auch heute noch, vor allem Hotelpaläste. Und das absolute Luxushotel hier auf Capri ist das Hotel Punto Tragara, ein 5-Sterne-Luxushotel, das in den 1920er Jahren von Star-Architekt Le Corbusier erbaut wurde. Im Zweiten Weltkrieg war es dann die Kommandozentrale der Amerikaner und beherbergte General Eisenhower und Winston Churchill. Wo es Luxushotels gibt, gibt es natürlich auch edle Geschäfte. Jetset und reiche Touristen, das ist eine Seite von Capri. Es gibt aber auch die andere Seite. Wild romantische Wanderwege, die die Steilküste entlang führen. Den Duft von Pinien mag ich an diesen Pfaden ganz besonders. Und an windigen Tagen im Herbst wirkt ganz Capri plötzlich so herb und einsam wie die berühmte Villa Malaparte. Apropos Villa, da wollte ich Ihnen noch eine ganz berühmte zeigen. Eine Akropolis der Schönheit sollte sie werden, die Villa Lüssis. Die Vergoldungen im Innern erinnern an Klimt und die Wiener Sezession. Gebaut wurde sie 1904 und Auftraggeber war der erst 24-jährige Stahlmagnat und Millionenerbe Graf Jacques Fersen. Ähnlich wie Oscar Wilde hatte man Fersen in seiner Heimat wegen Homosexualität den Prozess gemacht. Nach dem Schuldspruch war der Ruf ruiniert und der junge Graf zog sich nach Capri zurück. Hier konnte er seine Neigungen ausleben, ganz ähnlich wie man das auch dem deutschen Industriellen Alfred Krupp nachsagt, der ebenfalls auf Capri eine Villa besaß. Die Geschichte, die ich Ihnen nun zum Abschluss auf Capri noch erzählen möchte, führt uns zurück in die 50er Jahre. Als König Faruk von Ägypten von General Nasser gestürzt wurde, kam der nun heimatlos gewordene König Faruk auch nach Capri. Aber durch fast nichts war er zufriedenzustellen, bis ihm eine Wirtin hier auf Capri ein ganz einfaches Gericht servierte. Frische, reife Tomaten und echten Büffelmozzarella. Und diese Büffelmozzarella erinnerte König Faruk an seine Heimat, weil es auch im Niltal Büffel gibt, wo ein ganz ähnlicher Käse gemacht wird. Und von nun an hat König Faruk, wo immer er war, den berühmten Salat aus Capri bestellt. Die Insalata Caprese. Guten Morgen, ein neuer Tag auf Capri. Und hier aus der Marina Grande möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Die Termine unserer nächsten Reisen an die Amalfiküste und nach Capri finden Sie unten in der Videobeschreibung. Und zum Abschluss nehme ich Sie mit. Wir besteigen ein Schiff und fahren noch einmal um die ganze Insel. Machen Sie es gut!